So Leute, ich bin's wieder, MC Arschel, und ja, wir machen heute noch ein bisschen. Und zwar, was ich jetzt noch machen muss, also es ist zwar ein neuer Tag, aber ich muss halt jetzt ein bisschen was vorbereiten. Und zwar will ich das hier halbwegs automatisieren. Es muss nicht schnell sein, aber ich habe hier noch ein bisschen Platz. Außerdem brauchen wir, so habe ich es mir zumindest geplant, ich habe mir schon mal eine Stahlrüstung gebaut. Die hatte ich ja schon erforscht. Kupfer haben wir ja oben. Und zwar will ich Handgranaten erstmal automatisch herstellen lassen. Das ist erstmal eins der wichtigen Dinge. Munition bleibt hier automatisiert. Einen brauchen wir, denke ich mal, davon. Elektrotechnik erforsche ich gerade. Weil ich muss ja Automatisierung 2 machen, um die Grünen zu automatisieren. Wenigstens die Grünen. Ich will nicht die möglichst gut jetzt automatisieren. Ich möchte sie nur automatisiert haben. Das heißt, Hauptsache, die gehen überhaupt automatisiert herzustellen. So, die können das schon mal. So, der wird dann gleich hier erstmal unten weitergeführt. Wenn wir den dann hier unten weiterführen, das haben wir jetzt erstmal fertig erforscht. Das heißt, das nächste, was wir machen, ist erstmal Automatisierung 2. Dann brauchen wir das nämlich. Das ist sehr wichtig. Da gebe ich den gleich seine Dinger wieder rein. Also wie gesagt, ein Teil muss unten zur Munitionsfabrik einfach gehen. Anders geht's nicht. Wir brauchen überall unseren Schutz. Trachten uns alle nach unser Leben. Nach unserem Leben. Das werden wir denen natürlich nicht schenken. So, das heißt, erstmal jetzt hier. Hier wird Kohle gleich noch lang geleitet. Ich weiß, es ist jetzt gar nichts optimal hier von dem, was ich baue. Also wir haben wirklich nichts optimisiert. Na gut, außer vielleicht in der Munitionsfabrik auch nicht hier. Obwohl, die könnte halt schon halbwegs gut sein. Aber sonst haben wir wirklich nichts. Also hier, das ist reinstes Chaos. Das hier ist reinstes Chaos. Zumindest hier unten, das, wie es abgetragen wird, ist reinstes Chaos. Hier oben, das. Also. Nee. Das ist alles nicht so optimiert, wie ich es gern hätte. Aber das ist ja nicht schlimm. So, du solltest die Dinger bauen. Kohle liefern wir gleich von unten an. Obwohl. Machen wir mal so. Kümmern wir uns mal hier um die Kohle. Also, natürlich müssen wir das Ganze wieder splitten. Weil sonst können wir es nicht abgreifen. Mal gucken, ob das überhaupt autom reicht. Ja, reicht. Das ist gut. Das ist doch schon mal sehr gut. Dann kommst du nämlich noch weiter weg. Davon brauchen wir dann einen und davon brauchen wir dann auf jeden Fall einen. So, das reicht. Ich habe nur mal ein bisschen mehr gemacht, falls wir später da noch andere Sachen brauchen. Davon brauchen wir. Und den roten hatte ich doch gerade. Hier ist er doch schon. Der ist nämlich größer. Der kann nämlich von weiter weg greifen. Das heißt, der greift uns dann Eisenplatten. Du stellst uns Granaten her. Den brauchen wir erstmal da. Brauche ich da wieder hin? Eisenkiste. Ist natürlich jetzt nicht so schnell die Produktion hiervon. Das heißt, da werde ich dann vielleicht früher oder später oder auch jetzt gleich mehr Sachen bauen. Aber das ist erstmal unwichtig. Hier, die Kisten können erstmal weg. Da hatte ich mein Zeug drin gelagert erstmal.
Gut, das heißt, da haben wir neue noch. Ihr kriegt gleich. Jetzt gehen wir mal automatisieren zumindest die roten. Das heißt, wir brauchen Kupferplatten. Kupfer muss hier runtergenommen werden. Die können wir noch nicht automatisieren. Okay, das ist nicht so schlimm. Das heißt, Kupfer kriegt jetzt hier so ein Ding. Da brauchen wir ordentlich viele. Brauchen wir eigentlich nicht noch eine. Ist wirklich langsam. Egal, über die Zeit wird sich schon füllen. Was nie, aber noch Kohle liegen. Warten wir wirklich noch. So, das hier oben, das läuft ja alles einwandfrei. Holz haben wir ja, das heißt, da werden wir dann auch gleich nochmal 5 herstellen. Den haben wir ja schon. Na, aha, so weit wie wir können. Machen wir gleich neu hin. Noch mehr davon. Braucht man immer. Die Dinger. Der Ofen kommt nach da. Ist auch jetzt nicht so effizient, was ich hier. Ups, mache. Weil wir brauchen auch haufenweise hiervon. Das ist schon mal so weit gut. Na, da waren wir zu weit weg. Da haben wir ja hiervon noch welche. So, aber erstmal Strom da nach oben. Bitte mit angeschlossen. Das ist schon mal gut. Das heißt, hier kriegen wir schon mal Kupfer. Kupfer brauchen wir ja jetzt erstmal denn nicht so viel. Aber wenn wir es doch erstmal mehr brauchen sollten, dann wird da oben erstmal auch noch mehr reingegeben. Na, machen wir mal hier anders. Können wir nämlich hier schon. Ich meine, die Base wird eh noch umgebaut, das ist nicht das Problem. Aber dann können wir mehr automatisieren, weil wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Nein, die Öfen wollen wir doch gar nicht mehr verbauen. 2, 3. Die Öfen kommen weg. Na, dafür hatte ich die Kisten. Damit ich das, was ich wegschmeißen will, nicht mehr alles bei habe. Ich musste kurz mal niesen, deswegen habe ich mich mal kurz gemutet. So, die kommen weg. Meine Handgranaten kommen erstmal damit rein. Er braucht wirklich lange. 1, 2, 3. 1, 2. Wo ist der dritte? Erstmal hinbauen. Und dann können wir 1, 2, 3 davon nochmal bauen und nochmal. So, 3. Wie greifen sich dann nämlich die Kohle? Okay, muss ein Abstand dazwischen gebaut werden. So, jetzt passt es aber. Ist eigentlich egal, wie es ist, aber ein bisschen soll es ja doch schon nach was aussehen. Auch wenn es eh bald wieder abgebaut wird.
Baue das da jetzt einfach hin. Dann du da. Dann passt das. Ich wieder zu weit weg. Kommst mal da hin. Kommst du nämlich da hin. Du nach dir und dann können wir nämlich alle drei. Ah, ich mach's erstmal so, wenn es nicht wirklich so effizient ist. Erstmal die Kiste rein. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen schneller werden. Nee, da nicht. Wenn das halt zu langsam ist. Da noch was hin. Ja, mach mal schnell davon welche. Boah, also Kupferproduktion haben wir schon mal. Kommst mal da hin. So, jetzt schaffen wir mehr weg als wir hier. Was ist hier los? Das war ein bisschen zu viel. Was ich hier an Strecke gebaut hatte. Also da oben bräuchten wir rein theoretisch noch zwei. Vorerst denke ich mal. Noch ein paar Förderbänder. So, aber wichtig ist ja jetzt erstmal diese Automatisierung, der, wo sind sie denn jetzt? Diese Dinger. Zahnräder. Du kommst nochmal weg. Ja, genau, erstmal ein bisschen Kohle abbauen. Eisen ist immer nicht schlecht, wenn man es im Inventar hat. Geh nochmal kurz weg, damit es auch wirklich um die Kurve rumgeht. Sobald wir Tier 2 haben, baue ich erstmal alle Dinge ab und ersetze durch den zweiten. Der ist natürlich erstens schneller. Zweitens könnte er auch bis zu 3 oder 4 Items nutzen. So, du wirst uns craften Zahnräder. Da die relativ zügig gehen, craften wir da nochmal einen zweiten. Na, wo bleibst du? Und in der hier die Sachen wieder rausnimmt. So, Zahnräder. Brauchen wir ja, glaube ich, bloß einmal, oder? Was braucht alles Zahnräder? Du brauchst keine Zahnräder. Was brauchen wir noch dafür? Kupferplatten und Zahnräder. Ansonsten für die Tier 2 Produktion Fließband. Da bräuchten wir Zahnräder und die Knickarmroboter bräuchten wir auch Zahnräder. Okay. Das heißt, da werden wir dann erstmal noch einen zweiten hinsetzen. Kupferplatten haben wir ja da, die erstmal gelagert werden. Kommen dann auch noch gleich hier unten mit hin. Strom haben wir noch übrig. Das ist immer wichtig. Wieder zwei da und einer da. So, dann kommt wieder das Design hier. Bildstrom. Jetzt nicht mehr. Und wo sind sie, die Zahnräder?
Hier unten legen wir sie dann weiter. Und hier ran wieder hoch. Also ich werde erstmal, denke ich mal, zwei Produktionen für Zahnräder lassen. Das heißt, hier wird erstmal wieder hochgelegt. So. Die werden später dann noch woanders hingesetzt. Kann ich ja erstmal abreißen. So, als nächstes brauchen wir Kupferplatten. Das heißt, ihr kommt jetzt erstmal weg, ihr könnt dann woanders verwendet werden. Kommt nämlich hier hin. Da brauchen wir noch mehr. Da kommen sie schon. Was ist in meiner Handgranaten? Wollte gerade sagen, was kommt denn da in die Truhe? Guti, dann haben wir jetzt schon auf jeden Fall mal ein bisschen hiervon. Müssen wir jetzt bauen. Die nehmen wir erstmal alle nochmal weg. Ganze Zahnräder hier. Sammeln hier nochmal alles ein, soweit. Das geht doch nicht. Mindestens verteilen müsst, also. Mindestens verteilen. Bauen wir da nochmal einen mehr. Zeige ich hier wieder blöden Öfen da unten. Dann werden wir das erstmal kurz wieder ändern hier. Wie gesagt, auch wenn es nur kurzfristig ist, aber trotzdem ein bisschen Ordnung muss schon sein. Weil sonst können wir hier ewig, sind wir hier ewig nur am Bauen, weil die Dinger nicht so produzieren, wie wir es gern hätten. Von der Geschwindigkeit her. Kommst da rein. Da. Licht brauchen auch gleich mal wieder eventuell. So, aber hier erstmal Eisen. Weiterführen. Einmal da, einmal da. Das ist das. Das. Da wieder Eisen, Eisen, Strom hin. Wir werden uns mal kurz rauswagen, hier oben ein bisschen die Produktion ein bisschen verbessern. Abbrechen. Okay. Ist da noch eins nach rechts? Gut, also, ihr kommt herunter. Dann kommt wieder unsere schöne Verteilung. Was davon? Davon machen wir noch die restlichen. So. So und so. Da passt das Ganze. Da passt das Ganze. Der Part wäre jetzt auch schon wieder um. Das heißt, ich mache erstmal eine Pause. Wir haben jetzt unsere Kupferproduktion. Ups, da haben wir was vergessen. Anzuschließen. So. Jetzt haben wir sie auch schön überall verteilt.
Das heißt, hier kommt dann auch gleich noch die zweite Reihe Doppelbelegung. Zahnräder, denke ich, haben wir erstmal genug automatisiert. So, das heißt, wir gehen im nächsten Part jetzt auf die andere. Also, ich hoffe mal wieder, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim, was ihr mir gerade macht, und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer MC Arsch. Also, bye bye.